Nach aktuellem Stand werden wir hier voll angreifen. In Shanghai heißt keine Teile wechseln, heißt wir wollen Mercedes die Hölle so richtig heiß machen. Das ist der Plan, aber pssst. Wir müssen ja nicht das, was wir vorhaben, groß rausposaunen. Hohe Erwartungen schaffen und dann nicht erfüllen, Also, das behalten wir mal für uns. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Der große Preis von China, das Rennwochenende in Shanghai. Wie gesagt, der Plan ist, dass wir groß angreifen, keine Teile frisch bestellen. Wir haben ja schon bei 3 Rennwochenenden 2-mal neu bestellt. In Belgien werden wir nach aktuellem Stand und Plan neu bestellen. Und bis dahin habe ich nicht vor, was neu zu bestellen. Vielleicht werde ich mal wieder ein Qualifying verkacken, aber damit rechne und damit plane ich nicht. Lass ich es einfach mal auf mich zukommen. Regen in T3, soweit so nicht neu. Kein Regen im Qualifying und auch nicht im Rennen, wenn auch stark bewölkt am Ende des Qualifyings. Alban für 2 Punkte. Ja, und wir fast im Gleichschritt mit den beiden vor uns auf dem Leistungsdatenblatt mit Mercedes und Red Bull. Verstappen konnte die letzten beiden Rennen gewinnen, der führt aktuell die WM an. Hier sind wir Letzter. Hier sind wir mittlerweile auch Letzter. Hier sind wir aber Erster. Und hier Erste. Wir führen überall an. Ob jetzt verkehrt rum oder richtig rum, egal. Wir führen überall. Nur noch nicht in der Fahrer-WM. Das wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern. Spätestens am Ende nach dem Abu Dhabi-Rennen. Am Ende der Saison. Das ist der Plan. Schauen wir mal. Teile werden gewechselt. Genau die Einser rein. Sehr schön. Dann können wir auch schon loslegen. Der arme Ladewurm muss bitte warten. Warum eigentlich keine Sanduhr mehr? Immer diese Ladewürmer oder Ladepunkte, die sich im Kreis drehen. Na, schick. Wenn auch mit der 2 drauf, aber schick. Weiße Reifen aktuell beim Giuliano, aber die auch gleich wirklich fertig, denkt man schon. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. 575 Ressourcenpunkte können wir einsacken. Es bleibt trocken, es wird sogar noch freundlicher. In 20 Minuten. Ah, dann wird es nicht regnen in T1. Genau so. T2 auch trocken. T3 komplett nass. Okay, dann fahren wir alles in T1 und T2. Keine Autoeinstellungen, aber alle 3 Sektoren. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. 7/10 und 1,4 Sekunden. Okay. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Dann legen wir mal los. Aktuelle Teilabnutzung. Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Also so eine Nullnummer wie in Hanoi wollen wir nicht nochmal erleben. Nicht so schnell. Wieder. Aber ich denke mal, wenn ich sie nicht verkacke, mit einer einzelnen Aktion, werden wir hier ziemlich gut punkten können. Wenn es nur die Weißen sind und ich erst ein paar Kurven gefahren bin, der Wagen liegt wieder super.
Planeten ist Sonne. Hier ist Sonne. Die Gerade ist hier ganz anders als die in Hanoi, weil sie einfach nur gerade ist, ohne Schlenker. Und sie ist sehr breit. Und es folgt eine Spitzkehre. Kann man immer gut zum Überholen ansetzen. In Hanoi ist er auch am Ende eine Spitzkehre, aber das davor macht es so schwierig mit dem Geschlängel und der wenigen Breite. Anders auch gesagt, mit der schmalen Strecke. So, blöde Tore treffen. Jetzt war recht schnell. Durchfahren. Bisher alles lila. Zu früh gebremst. Grün. Stück zwei Dinge. Schon wieder grün. Lila ist aber noch möglich. Bisher sind es 5 grüne Punkte, das geht noch für Lila, denke ich. Ja, jetzt kann es doch eng werden. Nur grün. 4,70, 15 Punkte fehlen. So eine komische Linie, die man hier durch die Tore nehmen muss. Gefällt mir gar nicht. Die Linie ist schon besser. Aber wieder grün, Mann. Bisher sind es 4 grüne Punkte. Zu schnell. Jawohl, 4,75. Jetzt können wir auf Rundenzeit gehen. Hab ich mich irritieren lassen. Jetzt schon 14 gewonnen, dabei war die Schneckenkurve gar nicht so gut. Okay, dann geht's halt nicht in die Wand, haha.
Man kann ja mit der Zeit spielen. Jetzt schon 9 Zehntel schneller, nur weil ich halt einfach meine Linie fahre. Wenn auch nicht perfekt, aber weil es einfach meine Linie ist. Knapp 1,2 Sekunden schneller. 36,3. Was ist eigentlich mit Jeff los? Der sagt ja gar nichts. Jeff, Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Fahrer vor mir. Ocon vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 35,4. Gelben Reifen, die sind 7 Zehntel schneller. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:36,8. Wer ist der Fahrer hinter mir? Magnussen hinter dir. Ach. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 36,8. Nur 4 Zehntel hinter uns, aber mit 7 Zehntel schnelleren Reifen. Startest du, Kollege? Er ist auf Rang 4. Statt des Konkurrent. Er ist auf Rang 14. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Achtung, coole Boxeneinfahrt, weil hier Randstein und Wiese und hallo Randstein. Und in der letzten Saison, in der zweiten Saison, 36,8. Halbe Sekunde schneller. Autoeinstellung gab es ja nicht, deswegen können wir hier gleich weitermachen. Fertig, bereit, Jeff. Die Modi umgestellt. Jeff, warst du das? Jeff, du warst das. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Reifen, die 2,1 Sekunde schneller sind als die bisherigen weißen. Ich muss sagen, Shanghai macht schon Spaß. Ist gewachsen, die Strecke. Lange Zeit war ich gar nicht so überzeugt von ihr. Als Austragungsort finde ich China-Shanghai nach wie vor nicht so gut, weil sich einfach nicht viele für das Ganze hier interessieren und dann auch zum Rennen gezwungen werden, das Rennen zu sehen. Ich meine, habt ihr auf dieser Tribüne, die wir gerade vor uns sehen, die Anting-Tribüne, habt ihr da jemals Zuschauer gesehen bei einem Formel 1 Rennen?
Fahrer vor mir. Magnussen liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:36,8. Fahrer vor mir. Stroll vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:36,0. Na, nicht gut. Schon 400stel hinten dran. Das wird innen nicht gut. Besser als die eigene Bestzeit, und zwar 14, obwohl das nicht gut war. Ja, die 2,1 Sekunde schneller als die bisherige Weißreifenpiste, das werde ich nicht hinbekommen. Weil so viele Kurven kommen jetzt nicht mehr, wo man die Reifen groß ausspringen kann. 2 Zehntel vor der Zielzeit, 1,4 Sekunden schneller. Und Reifen sind lila. Das hilft ja gerade wieder gut machen gegenüber der Zielzeit. Ja, jetzt nicht nach Reifen verbraten, nicht zu viel, Vorsicht. Dann wird das keine so schöne Runde, aber wir schaffen es direkt auf Anhieb auf lila. Genau. Fahrer von mir. Bottas liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:34,6. Fahrer hinter mir. Ocon hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:35,4. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 10. Status Konkurrent. Er ist auf Rang 17. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:34,5. Allerdings mit gelben Reifen. Und die sind 1,4 Sekunden langsamer als die roten. Die Rotreifenzeit war ja mit Sicherheit schneller in der zweiten Saison. 32,7. Chef, sag irgendwas. Fertig, bereit, los oder irgendwas. Herumlupfen, ja, ich freue mich. Super. Ja, komm wieder aus der Box, der Mercedes. Wollte schon verlangsamen. Status Teamkollege.
ist auf Rang 12. Was macht er denn da ohne Zeit? Statt des Konkurrent? Er ist auf Rang 17. Dann lieber Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ich habe etwas zu spät gebremst. Was geht's? Umsparen. Überwiegend nur reinrollen lassen in die Schneckenkurve. Zeitrückstand, eine Zehntel Rückstand. Ja, der Mercedes wird sich freuen sein, herumlüpfen daher. Bei den nächsten Kurven kann ich nicht wirklich lüpfen, da muss ich schnell durchfahren, muss ja noch Zeit gut machen. Das sind einfach keine Lüpfkurven. Die nächste Linkskurve dann schon eher. Na. 19 Rückstand, das ist nicht gut. Auch wenn wir jetzt noch dick gewinnen. Das sieht nicht gut aus. Schon. Ah, eine Zehntel zu langsam. Mist. Aber das ist sowas von locker drin, diese eine Zehntel. Jim Mercedes, hast jetzt Pech. Indem du uns vor der Nase hast. Sogar kurz auf Bestzeitniveau gewesen. Upsa. Schon fast lila. Keine halbe Sekunde hier Rückstand. Na, ah, zwei innen. Mist. Rückstand, also das ist sowas von grün auf der Geraden. Geh weg. Sprit passt, Zeit muss jetzt noch passen. Passt gerade, aber darf nicht wieder abflachen. Halbe Zehntel Vorsprung, am Ende fast 800. Na komm, fahr, das hat aber ewig gedauert. Ach, rotes Lämpchen, er fährt gerade nicht mehr. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 13. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 36,7.
36,7. Gelb reift, schätze ich mal. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Da oben der Flieger. Das ist der Helikopter, das sieht aus. Wie er so seine Bahn zieht. Jeff, du weißt Bescheid, oder? Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ach, kein Hamilton Keys mehr. Bei 36,7 könnte auch eine Weißreifenzeit sein. Wir waren ja 36,3. Der Herr Teamkollege. Nee, gelb, okay. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Der Spaß wird ja auch niemals enden. Dafür werden wir schon sorgen. Zur Not machen wir unseren eigenen Spaß, wie eigentlich immer. Keine Claire. Vermisse ich schon irgendwie. Macht die Urlaub oder was? So, jetzt fahren wir die restlichen drei Programme. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Jeff hat was gesagt. Wetterbericht. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Jeff, das Wetter bricht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Reifen schön. Hoppala, hoppala. Jetzt sind sie grün. Noch zwei Linden. Hier werden wir wieder, denke ich, so böse gut aus der Kurve kommen gegenüber der Konkurrenz.
nochmal Strom ausgeben. Für mich ist das irgendwie der Stromausgeber, das Stromausgebeprogramm, nicht das Stromsparprogramm. Jetzt halt in Mann. Sehr schön erwischt. Auch die Doppelrechts hat mir sehr gefallen. Entschuldigung, links. Halbe Sekunde Vorlauf. Jetzt geht der weiße Balken nach links. Gott, was war das denn? Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Die war jetzt nicht so herausragend, diese Gelbreifenzeit. Geht auf jeden Fall noch mehr. Wow. Der brechende Bericht. Im Moment droht kein Regen. Das steht da auch als Wetterbericht. Bericht und Bericht, das reicht ihm schon. Bericht. Wiederhol das bitte, der Funk stört. Okay, das war zu blöd. Der Randstein bricht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Jeff bricht. Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Im Sinne von brechen, kotzen, göbeln, sowas in der Art, rumspeien. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Die Box stoppt. Okay, lass mal das. Guten Tag. Hat er keine Antwort drauf. Das war ideal, oder? Das war. Wow. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Mit 35,0. Nicht so gut. 34,8 in der zweiten Saison, aber auch nicht so weit weg. Dann war ich da wohl auch nicht so gut unterwegs. Weil auf der Runde, auf der schnellen hier, liegen schon ein paar Zehntel versteckt. Also richtig versteckt nicht, gut sichtbar, aber sie liegen halt rum. Alles klar. Aber ohne Strom jetzt hier die Zeit knacken, das sehe ich als sehr schwierig. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:34,3. 7 Zehntel vor uns. Mit auch gelben Reifen.
Fahrer hinter mir. Russell hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 37,1. Ganz schön langsam, 2,1 Sekunde. Mal gucken, ob wir die 5 Runden lang Ruhe haben werden. Sprich, kein Verkehr. Wieder mit Fett und generell mit dem Benzinmodus spielen. Endlich mal gut erwischt. Den entscheidenden Rechtsknick. Zu lassen. Giuliano vor uns. Achtzehntel hinter der Zielzeit, eine halbe Sekunde vor der Zielzeit. 18 hinter der eigenen Bestzeit. Giuliano, hau ab. Kein rotes Lämpchen an, der fährt gerade schnell. Kommt vor aus der Box, ja? Ne, wobei, der hätte das rote Lämpchen nicht angehabt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Nicht gut. Die Weißen drauf. Die schmutzige Luft anbremsen, nicht so schön. Das wird uns auf jeden Fall aufhalten. Mann, Giuliano. Neun Zehntel hinter der eigenen, hinter der Zielzeit, das wird so nix. Es geht nicht mal Schwung mit. Mann. Der fährt eindeutig mehr Strom als wir. Vor die Runde. Das sollte reichen. Ich meine, geschafft hätte ich es eh nicht mehr. Bringt es auch nicht, in der nächsten Runde anzugreifen, auch wenn es Spaß macht, okay, aber ich brauche den Abstand. Versuch es noch einmal. Wenn wir die nächsten Runden werden, weil wir wollen ja Ressourcenpunkte einsacken. Ist ja auch in Giulianos Interesse, dass der Wagen eben besser wird mit Ressourcenpunkten. Er sammelt ja nicht so viele Ressourcenpunkte wie wir. Sogar Bestzeit-Kost. Wird aber nicht anhalten.
Ist der Giuliano ja schon wieder. Dann fährt er gerade seine Inder, schätze ich mal. Halbe Sekunde hinten dran, jetzt gleich 6 Zehntel. Jetzt gleich 7. Ne, er fährt noch weiter, okay. Tolle Leistung bis hierhin, wir bekommen großartige Daten. Sehr schön erwischt im Rechtsbogen. Auch 2 Deck vom Scheitelpunkt. Dann bräuchte noch nichts. Dann fährt er noch eine Runde. Ich glaube, zu spät gebremst. Scheiße, scheiße. Zeit, Achtung. Nicht gut. Mann. Da weggefahren. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Die brauchen wir grün für lila. Das war denn nicht gut. Immer noch vor uns. Wenn sie es wieder aufhalten. Ja, jetzt schon. Oh Mann. Oh, scheiße, das wird eng mit Grün. Giuliano Windschatten hilft. Muss ich keinen Strom einsetzen. Wobei, ich muss vorbei. Ich muss beim Anbremsen ja eine gute Linie erwischen. Giuliano, geh weg. Geh weg. Ach, Mann. Giuliano, sollst du weggehen? Mann, ey. Giuliano kostet das ganze Team Ressourcenpunkte. Das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Vielleicht war er auch. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Vielleicht war er auch in einem Programm und hat Ressourcenpunkte gesammelt. Hoppala. Strategie nicht auf lila, oh Mann.
Status-Team, Kollege. Er ist auf Rang 11. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,37,6. Und das war es bereift. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp in dieser Runde. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Fahrer hinter mir. Grosjean hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 35,3. Fahrer vor mir. Leclerc liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,34,5. In Saison 1 sind wir gelb und weiß gefahren, dann blau, blau und grün. In Saison 3 rot und gelb und in der letzten gelb und weiß. Gelb und weiß jeweils in der ersten. In der zweiten halt Regenrennen. Ich stelle mir gerade die Frage, ob rote Reifen ja oder nein in Q2. 0,92. Und wir machen gleich weiter, weil in T3 soll es ja regnen. Bereit? Jo. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Radar, 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 Radar. Hier ist das Ziel. Okay. Bestzeit auf Gelb bisher 35,0. Reifen sind 1,4 Sekunden langsamer, die gelben, als die roten. Kriegen wir hin. Meine Geldreifen, die Gelbreifenzeit war ja gar nicht mal so gut. Aber wer sagt denn, dass es jetzt gleich gut werden wird? Dann mal los. Sechs Zehntel vor der eigenen Bestzeit. Na ja, sag mal fünf. Wieso? Ging gerade noch gut. Aber Sektor 2 und Grün können wir uns mal abschminken.
bisschen schwierig mit der Zielzeit. Ja, so wird's nichts mehr. Ich gewinne zwar auf der Geraden, aber das ist lächerlich wenig. Schade. Wir haben bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Sektor 3 wieder grün. Action down. Schade. Schon bei der Rennstrategie nicht niedergeholt und jetzt nicht mal grün. Danke, Giuliano. Fahrer hinter mir. Gasly hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,9. Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1:33,9. Genauso. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,4. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:32,5. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Ich hab mal Lust, wieder auf die Radarfalle zu gehen. Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Vorhin hatten wir mal 330 Sachen. Okay, kein neuer Bestwert mit fast 340. Oder kaputt. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Und in der zweiten Saison waren wir auf jeden Fall schneller mit 32,7. Ziel die 11 geschätzt, 17. 490 von 575 Ressourcenpunkten. Dann bauen wir noch um. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:33,9. 555,454, genau. Der Giuliano. Da ganz hinten. Notiert. Vorsicht bei den Linkskurven 9 und 10. Der Scheitelpunkt kommt später, als du denkst. Geh mit einem flotten Eingangstempo in die 9. Damit hast du dann am äußeren Streckenrand eine gute Einfahrt in die 10. Tritt aber nicht zu früh aufs Gas. Der Grip ist schlecht und wird erst ein gutes Stück nach dem Scheitelpunkt besser. Bei DEV dachte ich wieder an Butler. 342,7 Kilometer pro Stunde. Devin aber heißt ja De Vries. Ich dachte schon, hä? Moment mal, was ist denn da los? Ein Spiel zu früh. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas.
Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Claire kommt wieder nicht vorbei. Wir schnuppern jetzt noch ins T3 rein. Falls es da wieder so eine Handvoll Ressourcenpunkte gibt, dann nehmen wir die einfach mit. Für die bloße Teilnahme, fürs einfach Dasein. War ja in der Vergangenheit bei den vergangenen Spielen so. Und daher nehmen wir das, wenn es die Möglichkeit gibt, mit. Und wenn nicht, ja, dann sind es halt ein paar Sekunden, die wir hier verschwendet haben, aber die tun uns jetzt auch nicht weh. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton und Daniel Ricciardo. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. War jetzt nicht so herausragend bei der Rennstrategie und beim Qualifying-Tempo einfach, was die Ressourcenpunkte-Ausbeute angeht, aber ich habe wieder ein ganz gutes Gefühl für die Strecke und ich denke, das kann ja durchaus ganz gut Punkte geben. Ob wir ins Q3 kommen? Mal gucken. Und was für eine Strategie gefahren wird, ist ja auch noch schwierig. Denn in der zweiten Saison hatten wir ja Nässe. Und in der ersten Gelb und Weiß. In der dritten dann halt Rot und Gelb. Und in der vierten, in der letzten halt wieder Gelb und Weiß. Gar nicht so einfach. Warum man nicht jetzt nach abgeschlossener Rennstrategie einfach mal gucken könnte, was wir für das Rennen planen? Mit den Werten, die wir gesammelt haben, das verstehe ich nicht. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.